Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Da bin ich wieder, nachdem wir uns doch sehr intensiv mit der Josefsgeschichte auseinandergesetzt haben. Eine große Geschichte über Versöhnung und wie komplex ein Versöhnungsgeschehen funktioniert und funktionieren kann. Und wie klug Josef das alles anstellt. Vor allem eben der entscheidende Punkt, dass es mit der Versöhnlichkeit der von der Gewalttat betroffenen Person, nämlich Josef, nicht allein genügt, sondern dass Josef darauf bestehen muss, dass seine Brüder begreifen, was sie ihm angetan haben, damit aus der Versöhnung wirklich mehr werden kann als nur ein inneres Vergeben im Opfer selbst, ohne dass die Brüder begreifen würden, was sie ihm angetan haben. Es gibt nun eine andere Geschichte von einer ähnlichen Tiefe, da geht es auch um Schuld und Sühne. Und sie betrifft den König David und Batseba, die Frau des Hethiters Uriah. Das ist eine unglaublich dramatische Geschichte, wie wir gleich sehen werden. Und es ist auch eine ganz schwierige Geschichte, weil es am Ende noch einmal um ein Kindsopfer gehen wird, so nenne ich das mal. Und das ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Ich hatte kürzlich eine Sitzung mit einigen Personen, die sich für die Bibel interessieren, und die haben dann auch diese Frage gestellt, warum muss denn am Ende noch aus der Nachkommenschaft ein Kind getötet werden? Wir werden später darauf eingehen. Ich habe lange gezögert, soll ich Ihnen diese Geschichte ersparen, weil das so ein schwerer Gedanke ist, den wir heute natürlich so nicht mehr denken würden. Aber ich denke, nein, wir müssen uns mal der ganzen Realität der Bibel stellen, um dann auch natürlich ihre große Tiefe und Menschenweisheit kennenzulernen. Also mit Menschenweisheit meine ich Weisheit über das Wesen des Menschen und über die Tiefen und die Abgründe, die er beschreiten kann, aus denen er aber auch wieder heraustreten kann, wenn er sich herausheben lässt. So. Das ist also meine kurze Einführung für eine längere Phase, in die ich Sie jetzt wieder mit hineinnehmen möchte. Und ich orientiere mich wieder ein bisschen an dem Adrian Schenker, dem Dominikanerpater, der in Fribourg Altes Testament unterrichtet hat. Ich finde das eben einfach sehr klug, was er so schreibt. Und ich bleibe bei diesem Thema Schuld und Sühne, weil es so ein wichtiges Thema ist und weil es uns ja doch so anstrengend ist, ist eben doch auch täglich bewegt. Ich denke jetzt nur an die großen Entschädigungsfragen im Kontext der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche und in anderen Institutionen. Ich denke aber auch zum Beispiel an das, was zurzeit in Israel geschieht, die ganze Gewalt und Gewalteskalation, die wir dort erleben, die ja auch etwas mit einer Geschichte zu tun hat. Das kommt ja nicht aus nichts und vor allem ist hier die große Frage, gibt es da irgendeine Lösung außer der Gewalt? Ja, ich fange also an. Es gibt eine ganz unglaubliche Geschichte im zweiten Buch Samuel über den König David. Sie fängt damit an, dass der König im Bewusstsein seiner privilegierten Machtposition einem seiner im Felde stehenden Soldaten die Frau raubt. Und selbstverständlich nimmt er an, dass der Ehebruch verborgen bleibt, dass die ganze Angelegenheit nicht ruchbar wird. Um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David den Joab, also den Feldherrn, mit seinen Männern und ganz Israel aus und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Rabba. David selbst aber blieb in Jerusalem. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte ihm, das ist Batseba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethiters Uriah. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt und dann kehrte sie in ihr Haus zurück. So fängt die Geschichte an. Ganz lapidar. Patriarchale Gesellschaft, der König kann sich einfach eine Frau seines Untergebenen holen. Wir kennen das ja sogar noch ein bisschen, diese patriarchalische Unsitte aus der Oper von Mozart, die
das Jus primae noctis, das Recht des Herrn auf die erste Nacht mit der Braut, des Knechtes, des Untergebenen. Also hier erholt sich eben einfach, wie selbstverständlich, lässt er sich die Frau des Hethiters Uriah zurückführen. Das ist vielleicht noch die eine, das ist natürlich die eine Sache an der Geschichte, die nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist aber das Empfinden, in dem Empfinden der Kultur, um die es da geht, eigentlich fast noch schlimmer oder mindestens genauso tadelnswert, dass er das mit einer Frau tut, die zu einem Mann gehört, der für ihn sein Leben riskiert auf dem Schlachtfeld gegen die Ammoniter. Also diese Situation auch noch ausnutzt. Also der Hethiter Uriah riskiert seine Haut für den König und der König hat nichts Besseres zu tun, als zu Hause ihn seine Frau zu stehlen. Ja, das wäre der erste Punkt. Bleiben wir einfach mal bei diesem Punkt stehen, um zu sehen, Ehebruch ist hier nicht, ist natürlich hier Ehebruch, es ist Ehebruch im Kontext einer Beziehung, die nochmal auf einem Vertrauen basiert zwischen dem König und dem Hethiter Uriah. Also da ist auch etwas nochmal zutiefst Niederträchtiges gegenüber der Frau des Hethiters, die sich ja der Macht dieses Königs und seinen Privilegien gar nicht entziehen kann auf der einen Seite, aber auch nochmal gegenüber dem Mann versündigt. Allein das kann einen schon zum Nachdenken bringen und empören. Ich entlasse Sie für heute einmal mit dieser Empörung und schauen wir genau drauf, was eigentlich geschieht, wenn Menschen einander das Vertrauen missbrauchen und wenn Menschen Machtpositionen, gerade sogar gendermäßig ihnen kulturell vorgegebene Machtpositionen auf eine solche Weise ausnutzen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.